Ja, wir haben uns das Thema Cybersecurity ausgesucht und im Speziellen möchten wir uns mit dem Thema Technology Enhanced Learning und Recht beschäftigen. Diese Eingangsfolie ist auch quasi gleich unser Endresümee, wo wir einmal feststellen möchten, es ist doch möglich. Ja, natürlich stellt sich die Frage, was darf ich wo, wie verwenden? Als Titel dazu, zu dieser Folie, die fast unendliche Geschichte von den vielen C. Wir kennen das Copyright, Copyleft, Creative Commons. Und da möchten wir jetzt auch ein wenig Licht in die Finsternis hineinbringen. Hier haben wir mal auf dieser Folie ein paar Stichwörter zusammengefasst, die wir versuchen, in dieser kurzen Beschreibung ein wenig anzureißen. Natürlich ist es innerhalb von 5 Minuten nicht möglich, all diese Themen wirklich ausgiebiger zu behandeln. Ja, jetzt stellt sich noch natürlich die Frage gleich ganz zu Beginn, was ist das Urheberrecht? Grundsätzlich sagt das Urheberrecht, es ist ein Schutz des geistigen Eigentums. Das heißt, alles, was ich erzeuge, gestalte, mache, ist grundsätzlich mal mein Eigentum. Ich bin, wenn ich etwas erstelle, der Besitzer. Aber ich kann als Besitzer bestimmte Rechte an andere übertragen. Die Weitergabe von Rechten wird zum Beispiel über Lizenzen geregelt. Und wenn wir jetzt auf den Bildungsbereich sehen, gibt es natürlich eine Lizenz, die derzeit sehr interessant ist. Und zwar, das ist die Creative Commons Lizenz. Sehr viele der Open Educational Resources verwenden Creative Commons als Lizenz. Ganz kurz zur Creative Commons. Die Creative Commons versucht, die Lizenzbedingungen in einer sehr, sehr einfachen und klaren Weise zu transportieren und darzustellen. Dazu bedienen sie sich einiger Symbole und ein paar davon habe ich jetzt hier auf diese Folie gegeben. Die meisten werden wahrscheinlich auch durchaus vertraut sein schon mit diesen Symbolen. Man muss sie auch nicht sehr viel erklären, weil sie eigentlich sehr für sich selbst sprechen. Das erste Symbol, das wir hier sehen, mit dieser Person im Kreis drinnen, besagt, dass ich das Dokument verwenden darf, aber ich muss eine Namensnennung durchführen. Das heißt, ich muss die Person, die dieses Produkt, dieses Material erstellt hat, mit dem Namen nennen. Das zweite Symbol ist ebenfalls sehr, sehr oft in Verwendung und besagt, dass ich das Produkt nicht verändern darf. Und noch ganz kurz, das letzte Symbol hier sagt, dass ich das Produkt zwar weitergeben darf, aber die Weitergabe nur unter der gleichen Lizenz erfolgen darf. Sprich, wenn einmal etwas Creative Commons war und mit Namensnennung versehen wurde, muss ich das ebenfalls wieder so weitergeben. Ein weiteres großes Thema, wenn es jetzt um Cybersecurity geht, ist natürlich der Datenschutz. Dieses Thema wird auch immer wieder durch die Medien in unser Fokus gebracht. Und grundsätzlich dürfen persönliche Daten nicht weitergeben. Das besagt der Datenschutz. Aber viele Web 2.0-Dienste haben in ihren Nutzungsbedingungen Ausnahmen definiert. Das heißt, um auf diverse Web 2.0-Dienste zurückgreifen zu können, muss ich die Nutzungsbedingungen akzeptieren und das besagt wiederum oft, dass ich gewisse persönliche Daten weitergeben muss und dass auch die Anbieter dieser Dienste die Erlaubnis haben, diese Daten an Dritte weiterzugeben.
Weiters gibt es beim Internet noch das große Problem, dass das Internet ja grundsätzlich grenzenlos ist und Datenschutzbestimmungen immer nationalen Rechten unterliegen. Viele Internetplattformen lösen Datenschutzprobleme dadurch, dass sie in Regionen ausweichen, in Länder ausweichen, die bekannt sind für ihre sehr lockeren Datenschutzbestimmungen. Als Beispiel hier ist zum Beispiel Irland ein Land, wo viele große Anbieter auch beheimatet sind und wo die Datenschutzregelungen relativ frei sind. Ein Thema, das uns wahrscheinlich in Zukunft sehr beschäftigen wird. Natürlich werden immer mehr und mehr Lernaktivitäten online durchgeführt und das hat auch zur Folge, dass natürlich die Lernaktivitäten gespeichert werden können. Das Speichern ist das eine und in einem zweiten Schritt werden natürlich auch diese gespeicherten Daten analysiert. Wir sprechen hier von Learning Analytics. Das hat natürlich den Vorteil, dass ich wirklich auf den einzelnen Lerner besser sehen kann und natürlich auch sein Lernverhalten analysieren kann, um ihm weiterzuhelfen bei seinem Lernverhalten. Aber man muss sich auch bewusst sein, dass diese Daten unter Umständen weitergegeben werden können. In Deutschland gibt es schon eine sehr, sehr heftige Debatte darüber, inwieweit Web-2-Dienste überhaupt für den schulischen und den Bildungsbereich eingesetzt werden dürfen. Es gibt in Deutschland schon Bundesländer, die den Einsatz von Web-2-Tools ganz klar verbieten, weil die Datensicherheit nicht garantiert werden kann. Aber, und das ist jetzt quasi unser Abschluss, es gibt auch ganz, ganz viele offene Bildungsressourcen. Diese sind bereits verfügbar, aber leider werden sie immer noch zu wenig verwendet.